Hier machen wir auch so ein bisschen was hin. Was haben wir denn hier noch für einen? So. Was ist denn das hier überhaupt? Das sieht aus wie ein großer Salatkopf. Nee, das lassen wir erstmal so stehen, aber so richtig gefallen tun mir diese Bäume hier nicht. Nee, die nehmen wir wieder weg, die lassen wir auch nicht stehen. Das ist nicht so schön. Aber hier lassen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen. Von diesen Bäumen machen wir hier noch ein bisschen was hin. Gut, geht nicht. So machen. Hinten auch noch wieder ein bisschen mehr Bäume hin, aber ich denke, da haben wir schöne Fläche geschaffen hier für unsere für unseren Friedhof. Etwas ruhiger, etwas abgelegener. Und vielleicht, da muss ich mal gucken, vielleicht finde ich ja irgendwie so eine Hecke oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir die hier rum machen, genau. Haben wir ja wahrscheinlich nichts da. Nochmal kurz gucken. Nee. Eine Hecke habe ich jetzt nicht da. Oder irgendwie einen Zaun oder sowas könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Was ist denn das hier? Das ist ja auch interessant. Ne, das nehmen wir wieder weg. Genau. Ja, wie gesagt, ein Zaun. Ja, genau, so ein Zaun. Da stehen wir so einen richtig schönen Stahlgusszaun, so einen alten. Das stelle ich mir ganz gut vor. Ich glaube, das wird hier ganz gut hinpassen. Und diese Gebäude hier machen wir wieder weg. Die haben hier jetzt auch nichts mehr zu suchen. Stattdessen machen wir da natürlich jetzt auch Bäume hin. Der hier war's. Und hier von dem auch noch ein paar hier hin. Ja, und dann gefällt mir diese Ecke hier eigentlich ganz gut. Ne, ich denke, das kann man so lassen. Ja. Das passt ganz gut. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass die hier keinen Strom mehr haben. Das müssen wir noch mal eben ändern. Na? Wir haben sowieso zu wenig Strom. Da müssen wir eben ein weiteres Kraftwerk bauen. Und dann müssen wir nochmal schauen. Ist er jetzt verbunden hier? Nein. Doch, jetzt. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Hier gibt es noch nichts weiter als... Ja, genau, wenn die voll ist, die Mülldeponie, dann gehen wir hier auf diesen Bereich, Recycling Center. Das finde ich doch wesentlich hübscher als das, was wir da jetzt, als so eine Mülldeponie, natürlich. Wir könnten theoretisch schon einen Busbahnhof bauen, ein Busdepot könnten wir schon bauen. Ich glaube aber, wir warten eher auf den Busbahnhof. Oder brauchen wir hier starten? Oder beenden Busse bzw. Reisebusse hier oben. Jetzt muss ich mir überlegen. Brauche ich
Das Busdepot. Die ganze Zeit auf Busse können, die durch hier annehmen. Jetzt weiß ich das gar nicht. Brauchen wir für das Depot, für den Busbahnhof das Depot? Wir werden es nachher merken, wir werden das einfach mal testen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen ausbauen. Denn wir haben hier die starke Frage nach Zuwanderung. Und zwar in sämtlichen Bereichen. Und dann müssen wir mal eben schauen, wie wir das denn hier überhaupt machen. Bauen wir hier weiter? Kaufen wir uns dieses Grundstück hier und bauen hier, wo das Wohngebiet, das hier weiter aus noch? Oder machen wir jetzt tatsächlich hier komplett? Ich glaube, wir machen hier weiter. Das machen wir so. Und dann bauen wir hier nämlich noch Wohnhäuser ran. Zack, zack. Wasser hier lang. Hier auch. Und hier vorne mit dieser Ecke, das schauen wir uns mal kurz an. Das hier weg. Das hier weg. Das hier aber nicht. Was ist denn hier los? Muss leider einmal wieder weichen. So, jetzt. Einmal so. Und dann bauen wir hier auch nochmal Gewerbegebiet hin. Hier brennt es. Was brennt denn hier? Das ist aber ein ganz schön großes Feuer. Die Talresidenz brennt. Ach du heiliges bisschen. Aber die Feuerwehr ist schon da. Und der eine Kollege ist auch direkt reingerannt. Sicherheitshalber. Der holt vielleicht noch jemanden raus. Vielleicht werden wir hier jetzt Zeuge einer Rettungsaktion. Oder habe ich das falsch gesehen? Da ist auch gerade einer reingerannt. Natürlich schön, ne? Hier schön über Kreuz, zwei Personen, so ein Riesenfeuer. Aber das läuft. Funktioniert. Und die anderen kommen jetzt wieder raus. Die haben vielleicht von innen gelöscht, das kann natürlich auch sein. So macht man das ja. Erstmal rein ins Feuer und dann schauen wir weiter. Ne? Das ist ja üblich, die übliche Vorgehensweise bei der Feuerwehr. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das war so. So sollte das eigentlich nicht sein. Achso. Wie machen wir die denn? Hier ziehen wir die jetzt gerade durch. Wo wollen wir denn damit hin überhaupt? Hier auf jeden Fall. Nee, ich würde sagen, hier machen wir auch mal einen kleinen Bogen. Ne? Der muss ja nicht allzu groß sein. Einfach so. Ziehen hier natürlich noch eine Wasserleitung lang. Und könnten ja theoretisch die hier durchziehen. Und hiermit verbinden. Ich würde sagen, das machen wir auch. Und zwar dann einmal hoch. Und wieder runter. Ist das... Ja, das ist gerade, ne? Ja, aber die würde ich schon ganz gerne gerade haben hier. Mal gucken, passt das überhaupt, wenn wir nur einen hochgehen? Kommen da die Züge unter durch? Ja, das passt. Ja, das haut so hin. Und dann machen wir das
wie folgt. Dann machen wir hier. Nee. So, das sieht nicht so schön aus, aber ich kenne keine Stadt, die darauf achtet, dass es nicht verwinkelt ist. Und deswegen lassen wir das einfach so. Und setzen hier ein paar Wohnhäuser rein. Den weg, den auch. Das können wir so lassen. Hier machen wir, und die lassen wir auch so. Das machen wir bis hier. Den machen wir. Und das hier auch. Und wir brauchen schon wieder extrem viel. Was ist denn hier hinten los? Hatten wir da gar keine... Ach nee, wir haben die... Diese Rohre haben wir ja von hier genommen. Stimmt. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Können wir das Wasserbudget schon mal ein Stück nach oben machen? Und dann gucken wir uns mal eben an, wie sieht das denn stautechnisch überhaupt aus momentan? Haben wir Verkehrsprobleme irgendwo? Wir gucken uns das mal kurz an hier in unserer Übersicht. Ja, hier wird es langsam, jetzt gerade ist es nicht kritisch, aber wir sind auch mitten in der Nacht. Aber so langsam kriegen wir dadurch das ein oder andere Problem. Vor allem brauchen wir auf jeden Fall mehr Industrie. Viel mehr, viel mehr. Im Industriegebiet ist immer so ein Gebiet, das also so wirklich schön machen kann man das nicht. So, das haben wir. Würde ich fast sagen, komm, den hier nehmen wir wieder weg. Schade, ist gerade eins drauf entstanden, da haben wir es weggenommen. Ja, und das ist nämlich, ja, das war auch so ein bisschen das, was ich gemeint habe. Hier staut sich das ja immer so ein bisschen mehr jetzt langsam. Also überlegen, die ganzen Müllfahrzeuge wollen hier durch. Das hier ist so eine Hauptkreuzung und das hier ist so eine Hauptkreuzung. Weil alle, die hier hin wollen und alle, die hier hin wollen, die müssen ja hier diese Kreuzung und diese Kreuzung passieren. Und deswegen sollten wir uns da mal überlegen, wie wir das anders lösen können. Und vor allem wollten wir ja in... Ich glaube, das wollten wir auch diese Folge machen. Da wollten wir den Friedhof machen, das haben wir ja. Das ist uns ja ganz gut gelungen. Und wir wollten hier diesen... überhaupt diesen Kreisel weg haben und durch ein anderes... durch eine andere Autobahnkreuzung ersetzen. Entschuldigung, ich musste mal eben einen Schluck trinken. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt als nächstes. Wir nehmen dieses hier weg und bauen hier tatsächlich einen Kreisel, diesen Exchanger hieß der, glaube ich. Bauen den hier hin, würde ich mal sagen. Ich glaube, dann fließt der Verkehr nämlich ein bisschen besser. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte ja, hatte ich ja ganz am Anfang mal erwähnt, in der ersten Folge, glaube ich, die Autobahn hier mit der da hinten verbinden. Aber jetzt hier drüber eine Autobahn zu ziehen, müssen wir sie unterdurchziehen. Ja, das geht auch. Können wir sie unterdurchziehen. Ja, kein Problem. Das machen wir so. Weil dort jetzt irgendwie eine Autobahn drüber weg oder mittendurch. Nee. Die ziehen wir, wenn, dann unten drunter durch.
So, dann machen wir einmal Pause. Und alles weg. Und dann setzen wir diesen. Was denn? Ach ja. Dann setzen wir den Exchanger hier hin. Also, für den fehlt uns das Geld. Für den hier aber nicht. Und ich glaube, der war es auch, den wir. Ja, der ist es. So würde der direkt dran passen. Tatsächlich. Hundertprozentig, oder? Ja, tatsächlich. Hundertprozentig dran. Traumhaft. Aber der sieht ein bisschen aus, als wenn der in der Luft gebaut worden wäre. Hört das so? Aber warum ist das so? Wegen dieser Straße hier? Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich finde das. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich würde das tatsächlich erstmal so lassen. Und verbinden jetzt erstmal den hier wieder mit. Und den hier natürlich auch. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Nö. Was ist denn das hier? Das gehört doch bestimmt nicht so. Ah, das ist doch scheiße. Quatsch. Und das hier gehört doch auch bestimmt nicht so, oder was? Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das denn der richtige? Den hat er, aber ich habe den doch schon mal gebaut. Da sah der aber noch ein bisschen anders aus. Sind's nicht? Nee, das ist schon der richtige, den. Das ist ja kurios. Ach hey, was sind das? Nee, das ist schon richtig. Den wollte ich haben. Dann haben wir jetzt nur das Problem, dass wir noch keine Autobahnen bauen können mit. Ah, das ist natürlich ärgerlich jetzt hier. Schwierig, das jetzt zu sehen, ob das so. Ich glaube, das passt. Ja, kann man. Doch. Haut so hin, ne? Ich kann mich nicht entsinnen, dass die letztes Mal aber auch hier zwischen waren. Ich habe den das Teil hier schon mal gebaut auf einer anderen Karte. Nein, aber das lassen wir erstmal so. Obwohl das hier natürlich. Na, ist ein bisschen sehr dicht dran. Wir müssen mal schauen, ob das hier so hinhaut. Ansonsten müssen wir diese hier. Sehen, die kommen hier runter und wollen da wieder rauf. Vielleicht müssen wir den hier etwas verkürzen sonst. Und den schon hier raussetzen, also auf die Bahn setzen, weil das natürlich auch unglücklich wäre. Obwohl die meisten, die wahrscheinlich von hier kommen, die wollen auch hier wieder raus. Aber das müssen wir mal im Auge behalten. Das könnte vielleicht zu Stauproblemen hier führen. Weil die, die von hier kommen, vielleicht geradeaus weiter wollen und wenn welche von da kommen. Die wollen hier raus und die treffen sich dann hier natürlich alle. Das müssen wir mal im Auge behalten.
Und beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge, schmücken wir das Ganze hier auch noch aus. Denn wir haben ja hier unsere. Hier. Unsere schönen Steinchen. Und mit denen werden wir das noch hier so ein bisschen ausschmücken. Ich fange hier schon mal an einfach. Zeige euch das mal, wie ich das meine. Dass wir da nicht, soll ja wenn dann schon ordentlich sein, dass wir da nicht auf die Autobahn raufbauen, sozusagen. Der Müllwagen ist jetzt gleich weg. Das passt. Können wir hier setzen wir noch so einen hin. Und den hier hin, ganz genau. Dann setzen wir da noch so einen ganz kleinen Stein vor. Und dann natürlich ein paar Büsche und Bäume. Nur mal gucken, welche. Die nicht. Das ist, glaube ich, genau der gleiche. Und dann unseren Sommerbaum hier noch so ein paar davon. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt und ich finde, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ne? Und die Autos genau. Ich denke mal, so kann der Verkehr auch einfach besser fließen. Und jetzt haben wir aus. Ach so, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir aus irgendeinem Grund keinen Strom mehr. Natürlich nicht. Wir haben ja den Strom wohin entfernt. Setzen wir mal schnell wieder rüber, bevor die gleich alle durchdrehen da hinten. Und jetzt haben sie alle wieder Strom natürlich. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Dann war es das für diese Folge erstmal. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann ebenso hoffentlich in der nächsten Folge wieder hier in unserer schönen Stadt in City Skylines in Lake Valley. Schön zu sehen, wie das alles so langsam wächst. Und hier müssen wir uns was einfallen lassen. Ich glaube, diese Kreuzung sollten wir hier wegnehmen. Das führt sonst tatsächlich hier vorne direkt zu Stau. Das geht natürlich nicht. Mache ich auch direkt. Und dann müssen wir uns hier was. Hier machen wir wahrscheinlich, denke ich mal, einen Kreisel hin oder irgendwas. Auf jeden Fall müssen wir uns da was einfallen lassen. Aber wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oh, hier guckt euch diese Plörre an hier hinten. Der ganze schöne Strand. Uiuiui. Naja. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann erstmal ums Wasser. Das wird nämlich sonst hier, wie wir sehen können, auch langsam ein bisschen knapp. Und kümmern uns dann mal wieder um die Bedürfnisse der Einwohner. Und natürlich schmücken wir das Ganze hier dann richtig aus, ne? Damit das hier auch bisschen besser aussieht und hier lassen wir uns auch noch was einfallen. Diese Ecke gefällt mir auch überhaupt nicht. Und wenn wir da erstmal Bäume hinmachen oder irgendwas, auf jeden Fall muss da was hin. Also Leute, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschüss.